Du willst Speaker werden? Hier bekommst du die drei wichtigsten Werkzeuge, wie du auf deine bezahlte Bühne kommst. Mein Name ist Lorenzo Schibetta und ich bin Top-Experte darin, wie du deine Botschaft entwickelst, diese emotional und wirkungsvoll transportierst, um als Ohrwurm in den Köpfen und Herzen der Menschen zu bleiben. Und das als Speaker-Marke. Die drei wichtigsten Werkzeuge. Heute möchte ich in eine Welt abholen, die für mich genau am Anfang sowas von fern gewesen ist und ich erstmal gar nichts mit anfangen wollte, beziehungsweise konnte. Und es gibt eine sogenannte innere Welt und es gibt eine sogenannte äußere Welt. Also alles das, was in dir passiert, alles das, was du mit deinem Produkt, mit deinen Werkzeugen erschaffen kannst. Und auf der anderen Seite gibt es alles das, was in Richtung ja, Marketingauftritt, Markengestaltung, Markenpositionierung, Speaker-Marke werden passiert. Und ich möchte dich heute in drei wertvolle Schritte mitnehmen. Vielleicht wären es auch sechs. Mal schauen. Also, die drei wertvollen Schritte. Punkt Nummer eins ist, jeder Vortrag, den du gestaltest, auf der Bühne zu sein, gilt darum, dich so weit wie möglich aus deinem Vortrag rauszunehmen. Was heißt das? Wenn du dir Speaker anschaust heute auf dem Markt, dann sind viele, die immer aus der Ich-Perspektive sprechen. Das heißt, die erzählen Geschichten, die erzählen Content und bauen das immer auf sich. Und ich habe das erlebt und ich habe diese Info und ich habe diesen heiligen Gral geschaffen und ich habe das. Sehr, sehr, sehr stark im Ego, sehr, sehr, sehr in ihrem Selbstsein und machen sie super groß. Das Risiko dabei ist, dass die, worauf es ankommt, und das sind deine Zuschauer, deine Zuhörer, klein gemacht werden. Das heißt, du machst dich auf der Bühne so groß, dass deine Zuschauer, deine Zuhörer sich klein fühlen. Und jetzt tauch mal in die Rolle deiner Zuhörer, deiner Zuschauer rein. Stell dir mal vor, du wärst dieser Zuhörer und du hörst ihn da oben auf der Bühne immer nur von sich sprechen. Was macht das mit dir? Richtig. In den meisten Fällen siehst du dann Menschen in der Bühne sitzen, beziehungsweise auf den Stühlen sitzen, die ihr Handy rauspacken, anfangen mit dem Sitznachbarn irgendwie zu unterhalten und im schlimmsten Fall aufstehen und den Raum verlassen. Also, das erste und wichtigste Element, was du bringen solltest in deinem Vortrag, ist, spreche nicht über dich. Erzähl deine Geschichte, aber baue deine Geschichte so auf, dass du sogenannte hypnotische Kommunikationsmuster reinnimmst. Streiche das Ich aus deinem Vokabular, aus deinem Wörterbuch und ersetze es durch ein Du. Also, gib dir ein kurzes Beispiel. Ich stehe vor diesem Eisladen und esse ein richtig geiles Eis. Ich habe dafür 5 Euro bezahlt und es war das geilste Eis ever, weil ich habe mir dieses Eis ausgesucht. Und als wir dieses Eis gegessen haben, beziehungsweise ich und meine Tochter, habe ich festgestellt, dass ich auch für meine Tochter das geilste Eis ausgesucht habe. Okay, jetzt das Beispiel. Stell dir vor, du stehst vor einem Eisladen mit deinem Kind und du hast einfach nur Bock auf dieses Eis. Und während du deinem Kind in die Augen schaust, wie dieses kleine Kindgesicht anfängt zu leuchten, die Augen anfangen zu leuchten und du die Hand deines Kindes nimmst und Richtung Eissalon läufst. Und sobald du da vorne stehst, passiert was Magisches. Denn nicht nur die Kinderaugen leuchten, sondern deine Kinderaugen fangen an zu leuchten. Und während du mit deinem kleinen Kind vor diesem Eisdiele sitzt, sucht ihr euch beide das wundervolle Eis aus, was du schon als kleiner Junge, als kleines Mädchen geliebt hast. Und du nimmst dieses Eis, schaust dem Eisverkäufer zu, wie er die Eiskugeln auf das Eis legt und du leckst schön über dieses Eis und guckst deinem kleinen Kind dabei an, wie dieses Eis genossen wird. Und weißt du, was das Schöne an der ganzen Sache ist? Während du jetzt in diesem Bild bist und dieses Eis siehst und dieses Eis schmeckst, merkst du, wie das Wasser in deinem Mund gerade anfängt, der Speichel, sich zu bilden. Wenn du dieses Schokoladeneis, Vanilleeis, was auch immer dein Bedürfnis ist von Eis, was dir schmeckt. Merkst du den Unterschied? Ist die gleiche Geschichte, nur nicht aus der Ich-Perspektive, sondern aus der Du-Perspektive. Und die Magie ist, wenn du hypnotische Kommunikationsmuster verwendest, sprich, ich hole dich in die Geschichte, dann bist du in der Geschichte und du fühlst die Geschichte. Also Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, was elementar wichtig ist, wenn du auf der Bühne stehst und Vortrag hältst, erzähl die Geschichte in der Gegenwartsform. Das heißt, als würdest du in diesem Moment 3D gerade dieses Eis essen. Als würdest du da drin sein in dem Moment. Denn das, was wir Menschen nicht können, ist, dass wir, wenn du Geschichten aus der Vergangenheit erzählst, sind wir
aus den Geschichten rausgerissen. Wir betrachten das aus einer sogenannten Metaperspektive. Also von oben, von hinten, von vorne, aber niemals mittendrin. Das heißt, wir begutachten diese Geschichte und es ist rational sehr wertvoll. Doch das, was Menschen bewegt, ist die Emotion. Das heißt, wenn du Menschen nicht emotional in deine Geschichte holst, die Menschen nicht in der Gegenwartsform abholst, dass sie das fühlen können, was du da gerade erzählst, also wie dieser wundervolle Song, dieser Ohrwurm, den du jetzt gerade in diesem Moment hörst und du erinnerst dich genau das erste Mal, wo du diesen Song gehört hast, als du die Suppe der Oma probiert hast. Und auf einmal schmeckst du die Suppe, während du diesen Song hörst. Kennst du das? Vielleicht hast du solche Momente mal gehabt in deinem Leben, dass du etwas hörst, etwas siehst, etwas fühlst und du zoomst sofort zurück im ersten Moment, als du deinem Partner den ersten Kuss gegeben hast und dabei einen Walt Disney Film geschaut hast oder so. Ja? Vielleicht hast du solche Momente gehabt und ich bin mir sicher, du hast solche Momente gehabt. Dann schreib das doch mal runter in die Kommentare. Und wenn du da zurückzoomst, was für eine Emotion, was für ein tolles Gefühl kam da hoch? Würde mich mal interessieren, was du da erlebt hast. So. Punkt Nummer 1 hatten wir kurz gehabt, nimm die Menschen in deine Geschichte, indem du über das Du sprichst. Also aus der Du-Form die Geschichte erzählen. Hol die Leute mit rein. Punkt Nummer 2, erzähl die Geschichte. Erzähl dein Thema in der Gegenwartsform. Niemals aus der Vergangenheit und niemals in der Zukunftsform. Denn Zukunft liegt voraus und ich kann es nicht greifen. Das heißt, ich werde emotional nicht abgeholt. In der Vergangenheitsform ist es genauso. Ich bin in einer Metarolle, in einer Metaperspektive. Ich schaue von oben drauf, bin nicht in dem Moment. Das heißt, emotional werde ich nicht abgeholt. In der Gegenwartsform werde ich emotional abgeholt. Und das dritte und eines der wertvollsten, in meinen Augen essentiellen Werkzeuge ist, spreche in Metaphern. Spreche in Metaphern. Wenn ich dir sage, ich sitze gerade hier, wir machen gerade dieses Video, fühlt sich für mich richtig gut an, aber gleichzeitig ist in mir dieser Film, der mir sagt, es ist alles super, was hier gerade läuft. Und dieses Gefühl ist so ein bisschen was wie Nervosität, während du so ein Video drehst. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, wenn du vor einer Kamera stehst oder vielleicht ein Live machst oder irgendwo auf einer Bühne vorher gehst, dass du extrem nervös bist. So, jetzt ist Nervosität, wie soll ich sagen, der eine fühlt es anders als der andere, ne? Das ist ja relativ. In Metaphern kann ich dich reinholen, indem ich sage, diese Nervosität, die ich gerade spüre, die ich gerade fühle, ist wie, wenn du, kennst du das? Damals in der Schule, 5 Minuten vor der Arbeit, und die ist wichtig, die darfst du nicht verhauen, und du hast dieses komische Gefühl im Bauch, das ist eine Metapher. Ich glaube, jeder von euch kann sich jetzt genau in diesen Moment reinfühlen, als er eine Arbeit geschrieben hat in der Schule, da gepaukt hat wie ein Wahnsinniger und es sind diese 5 Minuten vor der Arbeit und du hast dieses komische Gefühl im Bauch. Genau so fühlt sich das bei mir gerade an. Oder Momente wie Weihnachtsbaum, kurz vorm Geschenke auspacken. Diese Freude, dieses Gefühl im Bauch, diese Wärme, die hochkommt, diese Geborgenheit. Das ist wie wenn du vor einem Weihnachtsbaum stehst als kleiner Junge, als kleines Mädchen, kurz vorm Geschenke auspacken. Du merkst die Intensität und diesen Impact in Metaphern. Das macht die Emotion für Menschen, die dir zuhören, greifbar. Für Menschen, die dir zuschauen, erlebbar. Also, dritter großer, wichtiges Werkzeug, spreche in Metaphern und mache es für Menschen nahbar, greifbar und einfach. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine ganz, ganz wichtige Sache auf den Weg geben. Die erfolgreichen Botschafter und Speaker unserer Zeit sind die, die mit Herz sprechen. Und wo liegt meine Hand? Genau, Head to Heart. Dein Liedermacher Lorenzo. Stopp! Ganz wichtig, bevor ich das vergesse. Du hast aktuell eine mega Herausforderung, auf große bezahlte Bühnen zu kommen? Kein Ding. Denn bewirb dich bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch. Den Link dazu findest du hier unten in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung. Und wir werden dann gemeinsam in einem persönlichen Telefonat in ganze 3 Schritte herausfinden, wie du in Zukunft volle Auftragsbücher hast und vor allem deine bezahlte Bühne eroberst.